Willkommen zurück zu Demon Hunter. Ja, ich hatte jetzt eine Zeit lang eine kleine Pause und ich würde sagen, wir stürzen uns auch direkt mal hier zurück in das Abenteuer. Jetzt muss ich nur mal gucken, wir hatten einen Kessel, nasses Tuch und 2 von 5 Juwelen. Oh, okay. Das können wir wohl hier nicht verwenden oder hinlegen. Ne. Ich glaube, das ist nicht für hier. Okay, was können wir denn dann mit dem nassen Tuch machen? Oh, was haben wir denn da? Ah, hier hatten wir auch noch was. Darunter ist bestimmt auch noch so ein Juwel, oder? Ich schaue noch mal bis hier hinten hin. Hier hatten wir anscheinend nichts mehr. Oh doch, hier fehlte noch was. Ah, hier fehlt so ein Rädchen, so wie hier. Oder vielleicht auch zwei. Ich denke, da passt nur einer hin. Ja. Okay, dann fehlt hier noch was. Und sonst haben wir hier auch nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal zurück. Der wollte ja die drei Augen haben. Die haben wir noch nicht. Wir brauchen etwas langsam, um daran zu kommen. Das passt natürlich nicht. Okay, dann müssen wir noch ein zurück. Nee. Ich glaube, ich muss das Innere der Kapsel überprüfen, aber der Mechanismus funktioniert nicht. Ah, hier fehlen ein paar Zahnräder, denke ich mal. Okay. Entweder hatten wir das schon gemacht oder wir müssen das noch machen. Aha. Okay, sehr schön. Und ein Zahlencode. Oh, das könnte Dingens sein. Um das Rädchen da hinten. Ich glaube, ich probiere das gleich als nächstes. OP-Handschuhe. Ein Teleskoprad. Ein Teleskoprad. Ah ja, das könnten wir dann auch schon einsetzen, wenn wir das jetzt bekommen. Tja, wie sieht denn das aus? Hier haben wir ein Rad. Ah ja, okay. Ein Staubwedel. Eine Mülltonne. Rote Linie. Eine Gasmaske. Die haben wir hier. Schwefel. Ein Stempel. Ein Skalpell. Ein Ziegelstein. Pillen und Seife. Okay, fertig. Okay, dann gehen wir doch nochmal zurück. Also hiermit können wir auf jeden Fall jetzt das Pergament hier rausholen. Können wir uns das auch angucken? Nee, anscheinend nicht. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Hier können wir jetzt, ich glaube, das hier einsetzen. Oh. Okay, was müssen wir machen? Finde einen Code. Benutze die Pfeile, um zu navigieren und den rechten Schieber, um die Ansicht scharf zu stellen. Okay. Finde einen Code.
Oh, das geht ganz schön weit nach oben. Und jetzt sind wir auch schon wieder beim Leuchtturm. Wir sollen einen Code finden, aber... Warte mal, können wir rauszoomen? Nee, können wir nicht. Okay, da oben wird es dann ein bisschen unklarer. Und wir sind auch schon ganz unten. Okay. Jetzt würde die Mitte kommen. Ja. Okay, und jetzt sind wir ganz oben. Aha. Okay, 11:00. Ein Fingerabdruck, den haben wir hier. Eine Taschenuhr. Lokomotive. Ein Bumerang. Den haben wir hier oben. Ein Zierteller. Ein Zierteller. Mal vielleicht der hier. Okay. Kompass. Toll. Juwel. Kompass. So, weiter geht's. Jetzt kommt Parfüm und ein Reiter. Da haben wir den Reiter und das Parfüm. Haben wir hier. So. Ein Schiff, ein Krug und eine Vase. Da haben wir das Schiff. Krug. Das ist ein Kelch. Da haben wir den Krug und die Vase haben wir hier oben. Okay, sehr schön. Aber wir haben einen neuen Eintrag. Okay. Als ich durch das Teleskop gesehen habe, habe ich einen vierstelligen Code gesehen, der auf das Dach des Leuchtturms geschrieben wurde. Ich werde ihn sicherlich noch verwenden können. Ja, das denke ich auch. So, aber sonst können wir jetzt hier oben nichts mehr machen und wir haben hier dann alles getan. Das heißt, wir müssen hier auch nicht mehr zurück. Tja, wir haben jetzt 3 von 5 Juwelen. Wo war denn das? Wo war denn das? Da müssen wir auch nicht mehr hin. Nee, ich glaube, das kommt da nicht hin. Wir hatten doch irgendwo eine andere Stelle, oder? Gehen wir noch mal nach unten. So, oh, da können wir was basteln. Okay. Ja, komm. Eine Wäscheklammer. Okay. Da oben. Blütenblatt oder Blütenblätter. Balkenwagen? Nee, Balkenwaage. Ah, also halten wir Ausschau nach einer Waage. Das können wir dann gleich abspielen. Joa. Ich weiß leider nicht, wie die aussieht. Und ich finde auch leider nichts Wagenähnliches hier. Vielleicht das? Nee, auch nicht. Okay.
Gut, dann lassen wir das erstmal aus. Mondknospe. Eine Schutzbrille. Eine Taschenuhr. Ah, dumm, die dumm, die dumm. Taschenuhr, Taschenuhr, Taschenuhr. Bagheera, warte, ich lass dich gleich raus. Du kannst gleich raus. Ah ja, da hatten wir ein Rezept. Da haben wir eine Wabe, eine Kerze. Muss ich leider so rum anfangen. Zwei Flaschen, da haben wir eine. Das wird nicht als Flasche gezählt, aber das Giftetikett, das hatte ich glaube ich vorhin schon mal irgendwo gesehen. Na, wo war es denn? Wo war es denn? Da oben. So, Taschenuhr und Balkenwaage. Tja. Also wenn ich die Taschenuhr finde, ja gut, dann zeig mir mal, was das ist. Oh, okay. So, das könnten wir rein theoretisch jetzt abspielen gehen. Und da haben wir auch gleich mal das Rezept, wie wir das hier gleich mischen müssen. Aber wir brauchen noch ein paar Zutaten. So, dann lass uns doch mal hören, was da drauf ist. Oder auch nicht. Wir bekommen ein paar Reagenzgläser. Tja, jetzt haben wir immer noch diese Zahlen. Die Reagenzgläser können wir schon mal hier hinstellen. So. Was fehlt denn noch? Hier kommt, glaube ich, noch irgendwas rein. Und da auch. Okay. Oh ne, der könnte ein Abfluss gewesen sein. Also fehlt vielleicht noch eins. Und da kommen wir auch noch nicht dran. Dann schauen wir hier mal. Hier kommen die fünf Dinger rein. Wir kommen von unten. Wir gehen mal nach oben. Hatten wir hier nicht noch irgendwas zu erledigen? Ah ja, hier. Na dann. 11:00. Oh nee, nicht schon wieder sowas. Oh, das ging aber schneller als sonst. Sehr schön. Ah ja, was zum Basteln. Eine Wasserpfeife. Oh Gott. Ah, ein Juwel. Sehr schön. Spielkarten. Nein, das sind doch Spielkarten da. Wie sieht denn hier so eine Wasserpfeife aus? Ist das nicht so ein Shisha-Ding? Schwertgriff. Tja, die Spielkarten, die sind eigentlich hier, oder? Ah ja, wir brauchen das Schloss. Na komm. Ein Obelisk. Opferdolch, oh je. Ein Zauberhut. Das ist beides kein Hut. Da haben wir einen. Okay, sehr schön. Zwei Sterne. Da haben wir einen. Da haben wir die Karten. Okay. Der zweite Stern, den haben wir hier. Okay, eine Schere. Stoff und sieben. Ein Stück Stoff, bitte. Diese Dinger hier sind kein Stoff, okay. Ah, das war Stoff? Okay, sah für mich aus wie so ein, ja, Rezeptähnliches etwas. Tja, wir haben jetzt nichts mehr da. Wir müssen irgendwo das letzte Juwel herbekommen.
Hier oben hatten wir ja, glaube ich, auch nichts mehr zu erledigen. Oh, was haben wir denn da? Ein Keil. Oh, damit können wir vielleicht den Boden aufreißen. Hier drinnen war das, glaube ich. Ja, genau. Kriegen wir das auf? Ah, oh, sehr schön. Okay, da haben wir die drei Kugeln. Und das war alles. Gut. Wir müssen jetzt sehr wahrscheinlich die Farben mischen. Hier brauchen wir 5 Gelb. Okay, kriegen wir hin. So. Da haben wir schon mal 5 Gelb. 2 Grün. Machen wir das einfach mal so. Ne, will er da nicht reintun? Okay. Vielleicht so rum? Nanu, wieso will er das denn nicht kombinieren? Oh, hier wird das anders gemischt. Okay, muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, wie viel in den Topf reinpasst. Wir sollten vielleicht mal lesen. Fülle den gekennzeichneten Behälter mit der richtigen Menge an farbiger Flüssigkeit. Verwende den Kessel, um die Farbe zu mischen. Und 2 leere Flaschen zum Abmessen. Ah ja, das heißt, wir können da Gelb reinmachen. Alles klar, okay. Dann machen wir das leer. Hauen hier in den Kessel die grüne Farbe rein. Tun dann hier 5 rein. Und dann haben wir unsere 2. So, sehr schön. Dann können wir das wegschütten. Was brauchen wir noch? 7 Orange. Tun wir Gelb und Rot da rein. Und dann in die 7. Dann haben wir auch schon 7 Orange. Sehr schön. So, weg damit. Jetzt brauchen wir 3 Lila. Das ist auf jeden Fall Rot und Blau. Gar keine Frage. So. Machen wir die 5 mal voll. Tun dann die 5 hier rein. Moment, da muss ich ein bisschen überlegen. Wir haben jetzt hier 2 frei. Ne, wir machen den hier voll, oder? Wir probieren einfach mal ein bisschen rum. So, dann machen wir den voll. Tun den wegschütten. Tun 2 hier rein. Nee. Oder? Jetzt. Mache ich die 7 wieder voll, haue ich hier 3 rein, dann sind wir wieder bei 5. Gucken wir mal. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. In den anderen Spielen war das irgendwie klarer. Eins, zwei, drei, vier. Tue ich mal die 4 hier rein.
Ne, 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Dumm-di-dumm-di-dumm. So, jetzt haben wir 2 wieder. Das ist ganz klar. Wir brauchen aber 3. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt haben wir 2 mal 5. Eins, zwei. Haben wir nicht 3? 1, 2, 3, oder? Nee, da... Hä? Hier haben wir 2 und da haben wir... Okay. Whatever. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7. Okay. Naja, gut. Warum auch nicht? Tja, mache ich das voll, tue das hier rein, habe ich 2 über, schütte ich den weg, mach den voll. Nee, auch nicht. Durch den da rein, haben wir den wieder voll. Ich weiß nicht, wie ich so schnell in den anderen Teilen drauf gekommen bin. Das ist ja... Na gut, okay. Wir bekommen jetzt 3 goldene Kugeln. Und die, denke ich mal, können wir bei dem... bei dem Elefanten da irgendwie einsetzen. So, bitteschön. Wir bekommen ein Zahnrad. Okay, ich glaube, das können wir hier vorne einsetzen. Da, bitteschön. Wir bekommen ein goldenes Buch. 14. September 1923. Ich habe ein kleines Mädchen in den alten Ruinen in der Nähe meines Anwesens gefunden. Ihre faszinierenden roten Augen drückten Trauer und Furcht aus und sie an ein rundes Medaillon, das sie fest in ihrer umschlossenen hielt. Okay. Welche Umstände waren es zu verdanken, dass ein kleines Mädchen so alleine zurückgelassen worden war? Leider hatte das kleine Mädchen nichts bei sich, das über ihre Herkunft Aufschluss geben konnte. Ich werde versuchen, mehr über das Ganze herauszufinden. In der Zwischenzeit werde ich mich um das kleine süße Mädchen kümmern. 29.04.1924. Nach mehreren Monaten Nachforschung habe ich endlich etwas über das Objekt herausgefunden, welches das kleine Mädchen bei sich hatte. Es wird in verschiedenen Zeitabschnitten anders genannt, wird aber in alten Schriften auf der ganzen Welt genau beschrieben. Ich bin mir vollkommen sicher, dass es ein seltenes und mächtiges Artefakt ist, das als Verteidigung gegen die Mächte des Bösen eingesetzt werden. 21. Mai 1924. Während der weiteren Nachforschungen zu den Amulett erkannte ich, dass es immer mit einem bestimmten alten Orden
von Dämonenjäger namens Die Verbindung in Zusammenhang gebracht wurde. Es ist sehr, sehr schwer, mehr über sie herauszufinden, aber das, was ich gefunden habe, ist sehr interessant. Alle Mitglieder dieses Ordens haben rote Augen. 11. Juni 1924. Was für eine schreckliche Last für ein kleines Mädchen. Ich werde sie in jeder Weise, die ich kann, unterstützen und versuchen, sie vor all dem fernzuhalten. Oh, da haben wir sogar direkt das Amulett bekommen. Wow, wo setze ich das denn jetzt ein? Ich glaube, hier hatten wir nichts mehr, ne? Nee, ich glaube nicht. Hier hatten wir auch nichts mehr. Hier auch nicht. Oh, guck mal eine an. Habe ich das nicht mitgenommen, lol. Okay, dann setzen wir erstmal diese 5 Dinger hier ein. Ah, okay. Oh je, die dürfen sich wieder einmal nicht kreuzen. Ich ziehe die mal alle ganz auseinander, so dass wir sehen, was wo hin kann, beziehungsweise was wohin muss. So, das ist auf jeden Fall schon mal gut so. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann kommt das dahin. Was machen wir mit dem hier? Tada, sehr schön. Dämonenjäger. Oh. Oh Gott, das gibt einen Knall. Boah. Oh Gott. Lol. Ja gut, okay. Wir haben immerhin überlebt. Das macht mich auf jeden Fall nicht ganz so traurig. Ja, das war also unsere Aufgabe. Wir waren die Dämonenjägerin. Ah, ich hatte mir das Ganze am Anfang schon ein wenig gedacht, weil, ja, man sah einfach dieses Mysteriöse um uns, diese knallroten Augen. Das fand ich wirklich sehr, sehr toll. Tja, wir sind jetzt mit dem Spiel hier schon wieder fast durch. Wir haben ja schön, also hier zumindest in diesem Teil, sehr viel Glück bekommen, Glück gehabt. Wo waren das jetzt? Das ist wohl falsch hier. Ah, wir klicken auf Spielen. Hier, der Traum. Wir bekommen nochmal die Chance, hier in dem Spiel ein bisschen was zu spielen. Denn es gibt hier, Gott sei Dank, ein Bonuskapitel. Ja, das haben wir leider nicht in jedem Artifacts Mundi Spiel, denn ich mag dieses Bonus-Level. Das ist eine sehr schöne Idee und ich würde sagen, dieses Bonus-Kapitel hebe ich mir auf für die nächste Folge und bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video.